In Purpurrot, der für Dieselloks damals üblichen Farbgebung, sind die ersten 218 lackiert. Schnell erobern sie alle Traktionsbereiche. Ab 1971 beginnt dann die Serienlieferung. 218/198 erhält als erste den MTU-Motor TB11 mit 2800 PS. Ebenfalls neu ist der Pilstick-Motor mit 2700 PS. Die 218 bewähren sich schnell, werden zum Leistungsträger auf nicht elektrifizierten Strecken. Lackierungsvarianten haben bei der DB schon Tradition. Auch die 218 bleibt davon nicht verschont. 1974 wird 218/217 in der TEE-Farbgebung rot-beige vorgestellt. So sollte sie für hochwertige Dienste aussehen. Doch 218/217 bleibt ein Einzelgänger und wird Ende der 90er Jahre in Verkehrsrot lackiert. Hier ist sie mit einem Regionalzug im Bayerischen Wald unterwegs. Zusteigehalt in Zwiesel. Diese 218 kommt in rein orange mit kieselgrauer Bauchbinde auf uns zu. 10 Loks erhielten ab 1984 diese Farbgebung für das Citybahn-Projekt Köln-Gummersbach. Nach dem Ende der Citybahn-Erprobungsphase sind die Lokomotiven im normalen Verkehr noch bis weit in die 90er Jahre unterwegs. Bis Ende 1996 sind dann alle Maschinen in die gängigen Farben umlackiert. Zwei 218er sind so unterwegs gewesen, in den Farben des Touristikzuges. In Aachen sind beide vor dem Zug. Ein bunter Zug, dessen Konzept allerdings schnell wieder fallen gelassen wurde. Beide Maschinen sind heute in Verkehrsrot lackiert. Die 218/418 ist noch bis Ende 2006 vor normalen Zügen bunt unterwegs. Etwas Besonderes ist die König-Ludwig-Lok. Gesponsert von Märklin rollt 218/473 vier Jahre lang in dieser dunkelblauen Lackierung. Es ist eine ansprechende Erscheinung. Oft auf Film und Video festgehalten.
hier in Nürnberg zum Festival der Eisenbahn. Im Führerstandsbereich ziert Schloss Neuschwanstein die Seitenwand. »1974 kommt mit 218-218 die neue Ozeanblau-Beige-Lackierung. Nach und nach werden dann fast alle Lokomotiven der V160-Familie so lackiert. Im Bahnhof Zwiesel im Bayerischen Wald hat ein Regionalzug einen Verkehrshalt eingelegt.